Hallo, in diesem Video konstruieren wir gemeinsam eine neue Modellvorlage für Fittenform. Als Basis habe ich mir meine alten Einlagen für die Sportschuhe genommen. Im ersten Schritt habe ich mir die wesentlichen Höhen der Einlage auf ein Blatt Papier übertragen. Zum Beispiel die Minimalstärke, die Fersenhöhe und einige Höhen von der Schale, zum Beispiel Längsgewölbe. Zusätzlich habe ich mir auf der Einlage die Korrektur abgezeichnet und deren Höhe auch notiert. Nun lege ich das Ganze zusammen und fotografiere ich das Ganze ab. Und wir wechseln in Fittenform. In Fittenform ist bereits ein Kunde geladen. Wir springen auf die Registerkarte Auftrag und erstellen einen neuen. Wir übernehmen die Messung und wechseln auf die Registerkarte Modeller. Als erstes übernehmen wir einen der vorhandenen Umrisse aus unserer Bibliothek und passen seine Größe an. Wir laden das Foto, drehen und skalieren es auf die richtige Größe. Dann positionieren wir es direkt unter dem Umriss. Wir aktivieren die Umrissanpassung, das Ausstanzen und Ausdehnen. Jetzt liegt die Messung innerhalb des Umrisses und füllt diesen komplett aus. Und wir können unseren Umriss an den Umriss auf dem Foto anpassen. Als nächstes tragen wir die Minimalstärke der Einlage und die Fersenhöhe ein. Bitte beachten Sie, dass die Minimalstärke zu den anderen Höhen immer dazugerechnet wird. Daher tragen wir bei der Fersenhöhe 6 minus 5 gleich 1 mm ein. Dann tragen wir die Schallenhöhen an den Außenpunkten F, FL und so weiter bis V ein. Hier ziehen wir auch die Minimalstärke von 5 mm von der jeweils gemessenen Höhe ab. Wir empfehlen, die Wandstärke der Einlage zumindest in den Bereich der Ferse auf 1 mm zu setzen, vor allem wenn der Umriss deutlich schmaler als die Messung ist. Nun können wir die Konstruktion in 3D betrachten. Im Vorfußbereich sehen wir noch Reste der Zehe. Diese setzen wir auf 0. Jetzt erhöhen wir noch die Polsterung an der Seite der Ferse. Wir tragen als Stärke die Höhe der Fersenschale ein. Und passen den Radius so an, dass es gut aussieht. Nun positionieren wir die Fußmessung genauer. Jetzt fügen wir die passende Korrektur aus unserer Bibliothek hinzu. Aktivieren das Anzeigen des Fotos und passen die Korrektur an den Umriss auf dem Foto an. Sobald die Größe stimmt, passen wir auch die Höhe der Korrektur an. Auch hier müssen wir die Minimalstärke von 5 mm zu der Höhe dazu rechnen. Wir stellen die Höhe auf 6 mm ein. Wir wechseln zur 3D-Ansicht. Hier sehen wir, dass der Übergang zwischen der Korrektur und der Messung zu kantig ist. Diesen glätten wir. Nun speichern wir die Modellvorlage in unserer Bibliothek.
Diese Modellvorlage kann jetzt auf jede Messung angewandt werden. Das probieren wir gleich auf der anderen Seite aus. Wir wechseln auf die andere Seite, positionieren die Messung, legen die Ballenlinie fest und wenden die neue Korrektur an. Diese Konstruktion dient nur zur Vorführung der Funktionalität und Herangehensweise und hat keinen Anspruch auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit im Sinne der orthopädischen Schuheinlagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.